Der Hans-Rudi Wittmann ist leidenschaftlicher Tennisspieler. Vor kurzem ist der 70-Jährige mit seinem Team Senioren-Schweizermeister geworden und hat darum im Herbst an der Europameisterschaft in Spanien teilgenommen. Ein Erfolg, der nicht selbstverständlich ist. Also ich habe, das ist jetzt schon über 10 Jahre, eigentlich ziemlich Beschwerden gehabt. Zuerst im rechten Knie und im linken. Und dann so Kniestützen getragen, vom Arzt empfohlen. Aber es ist einfach nicht der Weg. Und ich merke, dass das vor allem beim Joggen, nach dem Joggen sehr stark gekommen ist. Der Sportler Berner lässt es immer machen. Das zeigt, dass er Riss am Meniskus hat. Operieren muss er nicht. Zum weiter intensiv Tennis spielen, macht er sich auf die Suche nach einem weichen Schuh. Er kauft sich einen Kibut und ist begeistert. Es ist so fast wie ein Laufen über Moos. Oder? Ja, kann ich es am ersten vergleichen. Also es ist einfach das angenehme, weiche Abrollen und auch bei schnellen Sport. Es ist wirklich angenehm. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ja, so bei ganz schnellen Sport sind die weiche Störe dem vielleicht fast ein bisschen, aber das habe ich jetzt überhaupt gar nicht das Gefühl. Ja. Dass ein 70-Jähriger noch mal auf Hartplatz spielen mag, ist außergewöhnlich. Möglich macht das der Schweizer Luftküssischuh Kibut. Und immer wieder, dass ich höre von anderen, gerade Eltern, die sagen, ja, ich spiele nicht mehr auf Hartplatz. Das ist einfach zu fest, oder? Und das würde sich da sehr gut ausgleichen, quasi, ja. Wem empfiehlt der pensionierte Mathematiklehrer den Kibutz aus noch? Alle, die gerne weich laufen und vielleicht zwingend alle, die irgendwie ein bisschen auf Gelenke schauen müssen, die Probleme haben, sei es mit Hüften oder Kniegelenk oder auch Rücken. Würde ich also sehr empfehlen, das zu probieren. Für einen Sieg an der Europameisterschaft in Spanien hat es knapp nicht gelangt. Nach fast dreistündigem Match gegen den letztjährigen Vize-Europameister hat der Hans-Rudi Wittmann knapp verloren. Doch seine Gelenke sind trotz intensivem Einsatz noch völlig okay gewesen.